Ja, hoi, ihr Leute von heute. Willkommen zurück zu Everest Golf World Tour. Im heutigen Part werden wir den Young Guns Shootout Cup spielen auf den Highland CC und wir dürfen nur unerfahrene Spieler benutzen. Wir haben nur ein Loch, also wird das kein großes Problem sein. Und wir wählen... Warum ist eigentlich Suzuki unerfahren? Der ist seit, ja, Eon von Teilen dabei. Eigentlich nur im vierten und dem hier. Wir nehmen nach langer Zeit mal wieder Sackboy. Warum nicht? Den haben wir lange nicht mehr gehabt. So, erweiterte Schläge, wobei wir können einmal kurz zurückgehen. Wir können wenigstens den Ball wechseln und ein bisschen mehr Kraft geben. So, schon besser. Dann kommen wir wenigstens ein bisschen voran. Und Sackboy wird jetzt nun alle besiegen und wir werden mit Bonnie spielen. Was ist denn jetzt los, dass wir jetzt zweimal hintereinander nicht Hanna kriegen? Das ist sehr mysteriös. Gut, im letzten Part noch die 18 Loch gemacht vom Asien Cup und heute... Gehen wir wieder zurück auf den ersten Platz. Wir werden bestimmt ganz, ja, schwachen Wind haben. Hoffe ich auf jeden Fall. Wobei der erste Cup hatte ja nie wirklich, beziehungsweise der erste Platz hatte ja nie wirklich windige Stelle. Oh, das war ein schönes Thumbnail. Das einzige Problem, was ich haben werde, ist, dass ich Sackboy von der Kraft da unten nicht einschätzen kann, weil er so, ja, ihr seht es schon. Er schwingt zwar die Keule, aber halt sein Schläger, der Schwung ist minimal und da kann ich ihn gut einschätzen. Im Gegensatz zu den großen Leuten. Oh, war aber ein neuer Rekord. Das freut uns. Wir haben zweimal perfekt getroffen. Wow. Wir sind noch so weit geflogen. Ich muss gerade zugeben. Oh. Schade. Ich hätte es mir jetzt gegönnt. Ich muss zugeben, ich freue mich immer noch auf den ersten Birdie, den wir machen werden. Eagle. Nicht den Birdie, Eagle. Den ersten richtigen Eagle. Oder Hole in One? Hole in One? Hole in One? Wer weiß. Ich freue mich auf jeden Fall, was wir auch immer machen werden. Ah, da habe ich ein bisschen zu wenig Wind berechnet. Wobei, ja doch, ein bisschen zu wenig Wind berechnet. Aber der erste Platz, muss ich echt zugeben, läuft gerade. Das läuft gerade richtig gut. Da kam er aus seinem kleinen Portal. Ah, die Keule einzuschätzen, bis die da im Symbol drin ist. Man kann ja leicht erkennen, wo die 100% sind. Das ist wenigstens vom Vorteil. Stellt euch mal vor, das gäbe es auch nicht. Man müsste echt auf das rote Blinken achten. Das wäre richtig schlimm. Nee, das könnte ich nicht. Guck, wir haben den Schläger da nochmal so transparent, so leicht. Oh, das ist sehr gut. Da habe ich ein Jach gehört. Ich hoffe, das Jahr ist recht da. Ah, wir kommen auf den Grün. Da ist ein Igel drin. Ja, hoffe ich doch mal. Batz. Oh, yes, ein Igel. Da freuen wir uns. Oh. Aber viele für unerfahrene Spieler haben die aber ziemlich viele einen Igel gemacht. War das ein Bug? Ihr habt das auch gesehen, dass Sackboy auf einmal gefreezed war, ne? Oder war das schon die ganze Zeit immer so? Nö, er war gefreezed, genau. Interessant, das hatte ich auch noch nicht, ne? Also, klar hatte ich schon mal so ein Bug im Spiel generell, dass jemand gefreezed ist, aber ansonsten... So generell noch nie. Wobei, bei Bugs, ich überlege mal gerade. Ich habe mich in Everybody's Golf noch nie wirklich mit Bugs befasst. Hi. Der kommt auch in letzter Zeit immer durch das Tor, ne? Wenn man überlegt, ich habe, ich spiele ja Everybody's Golf fast schon so lange, wie ich... Hat die gerade genießt und sich entschuldigt dafür. Ach man, Bonnie ist cool. Ich spiele Everybody's Golf schon so lange, fast so lange, wie ich Mario spiele. Ne? Wann habe ich das erste Mal angefangen mit Everybody's Golf? Ich glaube 2001 oder so. Und seitdem spiele ich eigentlich immer durchgehend... ich habe mich sehr lange mit dem vierten Teil befasst, muss ich zugeben. Bisher auch einer meiner liebsten Teile. Und würde ich auch immer wieder gerne spielen. Deswegen freue ich mich auch tierisch aufs Let's Play, vor allem mit dem Teil. Da ist noch eine englische Synchro wieder.
sollte ich euch vielleicht dran erinnern. Viel bessere Musik. Und noch mehr coole Sachen. Aber bevor ich euch hier zu viel sage, würde ich sagen, halt ich die Fresse. Und es gibt auch Crossover-Charaktere. Wie gesagt, das Projekt wird mich auf jeden Fall sehr freuen. Hast du es bald? Okay, das ist die Strecke. Ich traue mich nicht so wirklich zu schlagen wegen dem Wasser. Ist Bonnie krank? Oh, das war knapp. Na, kleine Bonnie, bist du krank? Lass dich mal angucken. Warte, kann ich das eigentlich? Hallo? Hallo? Wo ist sie? Moment. Hallo, bist du krank? Kannst du woanders hingucken? Oh, hier ist eine schöne Animation. Oder guckst du wieder nach rechts? Was ist denn mit der los? Gut, machen wir. Ach Gott, okay, wir müssen so schlagen. Ah. Wie gesagt, schwer einzuschätzen, wie stark ich schlagen muss. Und das war viel zu stark. Oh Gott! Ja, das war ein bisschen fehlerhaft, aber. Verdammt! Peace, peace. Doppel. Nein. Sackboy ist nicht Tanzverbot. Hoffe ich doch mal. Aber jetzt wissen wir, wo er es auf jeden Fall hat. Ah, nee. Hat Tanzverbot etwa sein Peace geklaut? Oh, Leute. Der macht auch momentan echt eine große Welle, ne? Ja. Aber ich finde. Ich hab's schon mal irgendwo anders erwähnt. Ich finde sein Schema gar nicht mal so schlecht. Er macht damit vieles richtig mit seinen Videos. Es klingt zwar behindert und das soll jetzt nicht heißen, dass ich das gut heiße, was er macht. Mir ist eigentlich völlig egal, was er macht, aber seine Videos, die sind belustigend. Wenn ich das Video gucke, dann muss ich lachen. Und damit hat er eigentlich alles richtig gemacht. Ich finde heutzutage kaum noch einen YouTuber, der so wirklich den Humor wie Tanzverbot hat. Wobei das, was Tanzverbot eigentlich macht, ist meistens immer dumm. Aber das meine ich ja gar nicht damit. Tanzverbot muss in der Hinsicht ein richtiges Genie sein, ein Format zu entdecken, was es so halbwegs schon gibt, ne? Aber es richtig auszuweiten, so mit diesen, ich nenne es mal ein bisschen umnachtet sein. Ich will nicht unbedingt als dumm bezeichnen, ich glaube, der weiß auch schon, was er da macht. Vor allem gehe ich davon aus, jetzt ohne, dass ich hier irgendwas Falsches sage, aber ich gehe davon aus, dass er das meiste nur gestellt hat. Also er weiß genau, was er macht. So ist das nicht. Ich überlege gerade, wenn die Welt so weitergehen würde, jetzt mit auch mit YouTube drum und dran. Müsst ihr euch mal überlegen, die Leute verdienen ihr Geld dann durch Dummheit. Durch Dummheit. Ob das wirklich das ist, was wir wollen? Ich meine, klar, ändern können wir es nicht. Aber es ist dann halt so. Das ist leider schade, das muss ich echt zugeben. Wenn ich überlege, dass es damals noch Leute gab, die haben sich abgerackert bis zum geht nicht mehr und. Ernsthaft? Dass sich Leute damals abgerackert haben. Bis zum geht nicht mehr, nur damit sie über Land bleiben können. Und jetzt gibt es da Leute, die sitzen sich auf dem Bildschirm, machen und verdienen ihr Geld damit. Ich meine, klar, das ist halt die Zukunft, ne? Aber beziehungsweise futuristisch, weil es halt die Neuzeit ist. Aber ansonsten, wobei ich davon ausgehe, ich gehe mal selber davon aus, dass YouTube wirklich irgendwann den Bach untergeht. Also das ist wirklich, das denke ich schon seit längerer Zeit so. Seit einem halben Jahr denke ich immer wieder daran, dass YouTube im Laufe der nächsten 10 bis 20 Jahre untergehen wird. Da ist dann nichts mehr mit YouTube und ja. Was aber nicht daran liegt, dass irgendwie so welche Leute wie Tanzverbot da sind, sondern dass es Leute gibt, die 1000 Kanäle machen. Und berühmt werden. Das ist das Problem, glaube ich, was hinterher YouTube haben wird. Und
Jetzt mal kurz noch zur Erklärung, was ich damit meine. Stellt euch mal vor, da ist jemand, Punkt A, und macht einen Kanal auf. Und wird damit berühmt. Wisst ihr was, wir sagen nicht mal Punkt A, wir sagen einfach Kronk. So, der wird damit berühmt. Hat jetzt 4 Millionen Abonnenten, macht seine Videos schön und gut, kassiert sein Geld dafür. So, und es kommen immer mehr Leute, die machen das mit. Und die Leute, die das auch machen, beziehungsweise auch andere Sachen machen, werden auch irgendwann größer. Und irgendwann werden die alle groß. Das heißt also, Gronkh ist nicht mehr der Einzige, der so groß ist. Und wenn alle groß sind, und wirklich alle groß sind, ist niemand mehr groß. Das heißt also, alles geht wieder zurück. Das heißt, wieder niemand will YouTube machen, weil es sich nicht mehr lohnt. Und das klingt jetzt zwar verrückt oder dämlich. Und ich glaube, daran wird YouTube am Ende irgendwann scheitern. Ich glaube, dass man damit Geld verdienen kann, ist wirklich eines der größten Fehler gewesen, die es gibt. Aber das werden wir in Zukunft sehen. Und das kann ich euch jetzt nicht sagen, das ist nur eine Vermutung. Im nächsten Part von Everybody's Golf World Tour werden wir uns mit dem nächsten Cup befassen. Das wird der Windböe Cup sein, oder Windböe Pokal. Das heißt, wir werden mit starkem Wind spielen. Die anderen Neulöcher des Highland CCs. Und dann haben wir es fast schon geschafft, Leute. Da werden wir im nächsten Part, also dann nach dem nächsten Part, werden wir schon den fortgeschrittenen Duell, das fortgeschrittenen Duell machen. Darauf freue ich mich. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und Masala Vista, Baby.